Eine konzertant aufgeführte Oper, wie in diesem Fall der Fidelio, bezieht seinen Charme aus der Tatsache, dass man hier die Musik eines Genies wie Beethoven pur genießen kann. Auch ungestört von Regieauswüchsen. Ich finde Fidelio konzertant ganz, ganz wichtig. Man sollte überhaupt Oper 5 Jahre nur konzertant machen, damit man wieder zu einem gesunden Verhältnis zwischen Musik und Regie kommt. Erinnern Sie sich, Leonard Bernstein machte den gesamten Ring in München konzertant. Und ungestört von Schwächen des Librettos. Ich habe ja mal reingelesen, 2 Seiten. Es ist einfach ein Schauer, eine Schauergeschichte, aber er transportiert eine doch ganz wesentliche politische Aussage. Bei aller möglichen Kritik am Text des Fidelio, diese Oper ist und bleibt ein starker Ruf gegen Willkür, Gewalt und Repression.